Moin Freunde, Shane Tays GTV und willkommen zu einer neuen Folge Shane Shoppt. Und zwar gibt es heute einen Silvestereinkauf. Normalerweise wollte man einen viel größeren machen und das Ganze auch woanders hin verlagern. Leider hat mein Bruder abgesagt, da er heute keine Zeit hat. Und was dazwischen gekommen ist, was sehr schade ist, aber ja, wir machen eben das Beste draus. Und ich würde sagen, wenn noch was dazukommt, machen wir auf jeden Fall noch einen Teil 2 davon. Und ich denke schon, dass Montag noch was dazukommt. Also ich glaube nicht, dass das heute alles ist. Lasst euch überraschen, ich werde mich auch überraschen lassen. Wir lassen das Ganze auf uns zukommen. Let's go. Übrigens kommt der Weihnachtsvlog im Januar oder so. Ich habe alles ein bisschen durcheinander, aber man hat auch ein Real Life, ja. Also das ist Real Life, aber man hat auch keine Zeit, man hat auch nicht immer Zeit, alles zu basteln und los jetzt. Moin Freunde, willkommen zum Shane Shop Spezial, ist es übrigens heute. Und zwar ist das der Silvestereinkauf. Und zwar ist das ja Teil 1. Ich würde mal sagen, es ist Teil 1, weil ich denke mal, wir gehen da nochmal los. Freunde, wenn ich so dran denke, was ich früher so für Feuerwerk und Silvester allgemein ausgegeben habe, das war eine wahre Pracht. Silvester war einfach mein Tag. Und ist es auch immer noch, aber nicht mehr so extrem wie damals. Früher haben wir bestimmt bis zu, also so 300, 500 Euro waren locker immer weg. Nur Feuerwerk, dann fehlt noch der Suff und so weiter. Also bis 2014, 2015 war das gang und gäbe definitiv. Deswegen auch damals der Silvesterkanal, wer den kennt, manche haben den gefunden, manche nicht, ist auch egal. Da gab es noch kein HD. So, Freunde, ja, ich erkläre euch was, ich zeige euch, was ich geholt habe. Das Übliche, ihr kennt das Spiel und erkläre euch auch was, wie, wo und so weiter. Freunde, wir haben eine Breakdown-Batterie für 1,99. Geht klar, also wir waren jetzt im Netto. Das ist eine Breakdown-Batterie für 1,99. Wow. Relativ schwer für den Preis von Komet. Komet hat ganz schön nachgelassen so in der letzten Zeit. Also wir haben leider keine vernünftigen Läden hier, was das Feuerwerk speziell angeht in diesem Ort. Deswegen, naja, gut. Bisschen was anderes holen. Wie gesagt, ich werde Montag nochmal mit einem Fahrer oder so nochmal loseiern. Mit einem Fahrer, nicht mit einem Fahrer. Und ja, weil man auf einem Bein stehen kann, zweimal Breakdown zu je 1,99. So, dann ein paar Billigböller noch. Also ich werde mal sehen, wie die sind. So, China Böller D, ich glaube, die hatte ich letztes Jahr auch. Ein Schinken und zwar 80 Böller sind da drin. 5,99. Ja, ist okay. Gibt Schlimmeres. So, dann zu je 2,99 eine Destroyer. Habe ich jetzt auch bloß eine geholt. Eine Destroyer-Batterie. Alles Komet-Feuerwerk. Ja, ihr seht das hier schon. Netto vermarktet irgendwie nur Komet. Es gibt noch diverse andere Polterläden, wo es richtig gutes Feuerwerk gibt, in meinen Augen. Wie gesagt, die erreiche ich jetzt noch nicht. Ich hätte die, also ich würde jetzt auch da selber hinfahren und so weiter. Aber das ist einfach nicht dasselbe und das Feeling kommt einfach nicht auf. Denn grüner Tee, der knallt jetzt nicht so, ist was anderes, eine andere Sache. So, dann haben wir speziell, wer letztes Jahr dabei war und das gesehen hat, wofür diese Rakete ist, und zwar ist es eine Wunschrakete, Kostenpunkt 2,99, schön groß das Ding, richtig nice. Eine Wunschrakete, was es mit der auf sich hat, werdet ihr sehen. Beziehungsweise, das wisst ihr schon, wenn ihr letztes Jahr aktiv wart, Freunde der Sonne. So, und dann haben wir zu je 1,99 sechs Stück kubische Kanonenschläge. 2, 3, 4, weiß der Geier hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10-mal kubische Kanonenschläge und wir haben heute Livestream-Freunde mit Begleitung und wir haben 2 Paysafe-Karten. Moment, hier ist die Rechnung. Wir haben 2 Paysafe-Karten und haben auch noch 3 Paysafe-Karten auch noch da oben liegen. Ich war nämlich gestern auch schon einkaufen. Wir haben 5 Paysafe-Karten insgesamt. Ich werde heute 2 bis 3 Karten on-stream verlosen. Wie auch über die Feiertage schon, da haben wir auch schon 6 Paysafe-Karten verlost.
Für mehr Krankensupport und alles, was in den letzten Wochen passiert ist, übel dick. So, macht einen Gesamtpreis von 56,96, Freunde der Sonne. Wir gehen zum NP, mal gucken, was da so los ist. Gucken wir mal. Moment. Moment. Du, ich möchte dich heute noch sehen. So, Freunde der Sonne, wir sind wieder am Start. Und zwar, ja, was ich noch sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Normalerweise bin ich auch ein Mensch, der immer online bestellt, was Feuerwerk angeht. Und auch das habe ich dieses Jahr verschwitzt. Ich bestelle eigentlich immer so bei Röder, Pyroweb, Pyroland oder Feuerwerksvitrine. Sind so meine Standard-Bestellläden. Kommt drauf an, welches Jahr, ja, wie es am besten ist, was das Angebot angeht und so weiter. Drauf geschissen. Beschissen. So. Ja, Ketchup. Ketchup ist jetzt bloß so, weil, ja, es fehlt Ketchup im Moment. Dann einmal Summer Jam für 3,99, glaube ich. Schön schwer das Ding. Also, das ist wirklich nicht schlecht. Wollen wir mal sehen, wie das ist. Müssen wir mal gucken. Ich versuche mal, ob ich da vielleicht irgendwie das eine oder andere eingefangen bekomme. Müssen wir mal schauen. Ja, schöne 15 dicke Rohre drin auf jeden Fall. Da muss flexibel sein. Nice. Gut, Moment. Ja, nice. So. Dann haben wir einmal Schweppes Russian Wild Berry. Und zwar ist es für den Bombay, den ich noch habe. Ich habe noch eine Literflasche Bombay. Da hat noch die Schweppes-Flasche gefehlt, sonst würde das nicht aufgehen. Ein bisschen Zitronensaft. Wenn ich jetzt Cola mit Korn oder Braun mische, dann kommt da ein bisschen Limette, ist Limettensaft, ein bisschen Limetten- oder Zitronensaft dran. Beste. Dann habe ich was richtig Geiles gefunden. Und zwar habe ich das noch nie gesehen. Und zwar ist das von Strothmann. Von Strothmann Cola-Korn als Likör. Werden wir mal auf dem Review-Kanal, glaube ich, heute sogar noch auseinandernehmen. Aber erstmal muss ich frühstücken und so, Freunde. 20%, 24 Klopfer, 8,99. Strothmann ist, ja, es kostet eben ein bisschen mehr, ja. Ist eben kein Traditionsklarer, sondern Strothmann. Dann haben wir Beck's Eis, ja, ein bisschen normales Bier, ein bisschen Brause für zwischendurch. Trinkt man gerne, schmeckt gut und ist. Wird bestimmt heute schon vernichtet. Also, ja, ist nicht ganz für Silvester alles. Gut, dann haben wir einmal Rockets 10 Euro. Das sind jetzt, was ist das? Flying Legends. Ich finde die Form und die Größe und das alles, die sind mega nice. Die hatte ich letztes Jahr auch. Klein, aber fein, würde ich jetzt einfach mal sagen. 9,99. Und weil man auf einem Bein nicht stehen kann. Zwei Bretter davon. Zwei Stück davon. Die sind ganz nice, die machen Fails auf jeden Fall. Haben keinen großen Wumms, aber die sind. Es passt einfach. So, dann. Sowas sollte man nicht unbedingt kaufen, habe ich aber trotzdem gemacht. Und zwar ist es eigentlich viel zu teuer. Das ist Hot Boom aus dem NP. Edeka Verschnitt sozusagen. Das sind 100 Böller. Mit Knallkette, mit Superböller, mit B-Böller, mit D-Böller, mit Cracker, mit D-Böller, mit Superböller 2. Teilweise doppellagig hier drin. Ja, 12,99. Ist ganz schön heftig. Hätte man eigentlich auch einfach einen D-Böller, einen Schinken-D-Böller noch holen können. Aber ich will ein bisschen Abwechslung und ja, es ist Silvester, das ist mal einmal im Jahr. Kann man mal mitnehmen. Mache ich selten, kaufe ich sowas. Eigentlich kaufe ich sowas so gut wie gar nicht, aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Und bevor der Deal in Anführungsstrichen, bevor der Plan am Montag dann doch platzt, habe ich mir lieber schon mal ein bisschen was vorgeholt. Nicht, dass ich nachher dann zu wenig habe, weil zu wenig finde ich auch egal. Zu viel ist auch nicht mehr mein Ding, aber zu wenig ist noch schlimmer. Ist einfach so. Und nochmal Summer Jam für 3,99. Macht einen Gesamtpreis von 58,55 im NP.
Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal in den Vlogs. Weihnachtsvlog kommt dann wahrscheinlich Januar. Es wird bestimmt, es ist ein bisschen drunter und drüber gegangen jetzt. Ja, Besuch kommt heute, Stream kommt heute und seid gespannt. Ich werde jetzt frühstücken, wir haben es gerade 9:57 Uhr und werde noch einiges vorbereiten und noch mich etwas fertig machen und dann, liebe Freunde, das Review drehen wir noch mit dem Cola Korn, das müssen wir unbedingt machen. Da habe ich noch Bock drauf. Das seht ihr dann auf dem Review-Kanal, Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Und dann, Freunde, sehen wir uns auf Twitch. Dankeschön fürs Einschalten, wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Dankeschön. Wunderschön. Macht's gut, tschüss.